Es reicht nicht aus, wenn wir bei unserem Sehproblem nur an die Umstände im Auge denken, sondern wir müssen auch den Menschen hinter dem Auge verstehen. Auch die Funktionsweise des Nerven, des Sehnerven, des Gehirns, wie es die Information verarbeitet und auch wie Patienten und Patientinnen mit solchen Sehbehinderungen umgehen. Nun, dies wird alles Thema der Videoserie sein, denn der Sehverlust ist mehr als nur eine Angelegenheit des Auges. Es sind viele Körperfunktionen und Organsysteme daran beteiligt, ob wir gut sehen oder nicht. Wir müssen also den Körper in seiner Ganzheit betrachten, ein holistischer Ansatz. Nun, auf dieser kleinen Videoserienreise hoffe ich, Sie über diese Dinge näher zu informieren, in allgemein verständlicher Sprache, denn es ist wichtig, dass Sie als Patient verstehen, was da abgeht und was man tun kann, um seine Sehgesundheit zu erhalten und zu befördern. Da ist definitiv mehr Licht am Ende des Tunnels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.